Wie läuft bei euch so die Tour ab? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das wild? Also wir gehen erstmal ins Hotel und spritzen uns gegenseitig Heroin, weil es macht Spaß. So viel wie möglich in die Schläfe, damit es auch direkt wirkt, weißt du? Deswegen, das macht die Eva dann bei mir und dann bin ich voll im Kick, ich find's voll geil. Ja, warte, jetzt mach ich es bei dir auch. Zack, hau ich der auch in die Schläfe das rein und die sagt, toll, noch fester. Und drückt mir das Zeug rein und so. Und dann sagt der Kalli klopft schon auf der Tür die ganze Zeit, ey, was ist mit mir? Lass mir noch was Hero übrig. Und dann sagen wir immer, bleibt nichts übrig. Also wie gesagt, wir nehmen durchgehend Heroin und auch Heroin bewusst, weil das ist die leichteste Droge. Genau. So, was geht ab? Wir sind immer noch in Stuttgart auf der Spritztour von Sio und Schwester Eva. Und die beiden haben sich ein bisschen was zu trinken gemacht. Ja. Wie geht's euch? Alles gut? Ja. Ja, mir geht's gut. Ja. Ich schau mir so ein bisschen den Laden um, weißt du? Warum? Er ist voll am Lügen. Uns geht's überhaupt nicht gut. Seit 3 Tagen müssen wir morgens aufstehen. Wir können kaum pennen von jeder Stadt in die andere. Geht's dir gut, ja? Seit wann? Nein, mir geht's nicht gut. Erzähl mal, was die Jungs mit dir heute gemacht haben. Was die schon alles mit mir gemacht haben, das darf ich hier gar nicht erzählen. Nein, die haben mich nicht abgeholt, Mann. Die haben mich einfach schlafen lassen. Das war echt, echt scheiße von euch. Aber eine Frage, warum schlägst du mich jetzt direkt? Schrei mich nicht an. Ich möchte erstmal gratulieren zu deinem Hip-Hop Day Award. Ja, achso, nein, danke. Bestes Release national? Ja. Was sagst du dazu? Ja. Hast du damit gerechnet? Nein. Eigentlich nicht, ne? Ich habe nicht damit gerechnet, nein. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, Qualität zahlt sich aus und es ist mir auf jeden Fall natürlich auch eine Ehre, aber es ist, sollte auch selbstverständlich sein. Naja, aber ja. Als du das Mixtape aufgenommen hast, so hast du damit gerechnet, dass du so damit rasieren wirst? Ja, also jetzt sagen wir, nee, überhaupt nicht. Ich mache mir auch nicht so, wie sagt man das? Ich habe jetzt nicht irgendwie so daran gedacht, okay, natürlich schon, aber ich habe jetzt nicht daran gedacht, dass das so ein Ausmaß ergreift. Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall ein größeres Ding draus geworden, als ich gedacht hätte. Ich bin natürlich froh darüber, korrekt, und ich hoffe, es geht einfach nur noch weiter nach oben. Ja. Ihr seid ja jetzt beide auf Spritztour. Ich habe gehört, die ersten 3 Termine waren direkt ausverkauft. Ja. Heute sind wir in Stuttgart. Ersten 5? Sogar. Ja, die halbe Tour. Ja. Und die anderen Termine, ja natürlich, ja. Die anderen Termine auch, da fehlen nur noch ein paar Plätze. Ja. Geil, alles rasiert. Hammer, ja? Auf jeden Fall Gratulation. Ja. Wie läuft das bei euch ab? Wie teilt ihr euch die Show auf? Seid ihr zusammen auf der Bühne? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man euch live sehen möchte? Ab einem gewissen Zeitpunkt sind wir mal kurzzeitig zusammen auf der Bühne auf jeden Fall, aber wir teilen uns jetzt nicht die Show Hälfte-Hälfte auf. Es ist ja keine Schwester Eva und Sio-Tour, es ist eine Sio-Tour und ja, zusammen mit Kalim. Wie heißt es? Finde ich auch gut so. Ich bedanke mich natürlich auch bei euch beiden dafür. Vor offener Kamera. Das wollten die nämlich schon immer mal hören. Auf jeden Fall. Ja, fühlst du dich jetzt auch gut? Auf jeden Fall, ja. Und, aber grundsätzlich, keine Ahnung, 1 Stunde, 1,5 Stunden Programm. Eva kommt rein, irgendwann zwischen Mitte und Ende performt 2, 3 Lieder. Mit Tänzerinnen und das genau. Wird natürlich die, eine amüsante Show-Einlage dann, wenn der Sio sich freut, dass da Frauen auf der Bühne stehen und den Arsch wackeln. Ja. Guess you. Weil ich, dir diese, doch. Weil ich dann die Situation in dem Sinne ausnutze, dass ich versuche, die Objekte auch dementsprechend zu behandeln. Und ich bin ja ein Grobmotoriker, mir fallen die Objekte auch oft aus den Händen und deswegen kann das dann auch mal so passieren. Ja. Wie viele Tänzerinnen hast du dabei? Ich mache hier gerade so ein Casting nach dem Motto, du bist im Recall und du nicht. Ich habe gerade überall im Facebook nach Frauen gesucht, nach Tänzerinnen gesucht und jetzt kommen immer 1, 2, 3 am Abend. Und quasi wie zu jeder Show kommt eine neue Tänzerin. Genau, weil wir immer in einer anderen Stadt sind. Und hast du schon eine Katastrophe, wo du gedacht hast, mein Gott, was will die denn hier? Ja. Aber das macht dem Ziel überhaupt nichts aus. Ach so, ja, stimmt. Meine Toleranzgrenze ist ja sehr weit. Ja, es ist wirklich selten der Fall, dass ich mal verneine, zum Beispiel. Dass ich mal Nein sage. Ich dachte, Katastrophe. Aber dafür bin ich ja bekannt. Genau. Ach, du schleiderst dich ja wirklich rum so, ja? Zusammen. Nein, das mit deinem Backup-Rapper von vorne und von hinten. Ich versuche kurz nach links zu gucken, nach rechts. Die sind immer in der Luft. Aber es gefällt auch den Frauen, muss ich sagen, ne? Ja. Ja, ich finde, die wollen ja hart angepackt werden, so, ne? Am Ende des Tages schon, auf jeden Fall. Die Nutthöhnen. Was stellst du vor auf deiner Show? Also, was stellst du vor? Welche Tracks? 60 Punch-Bars und dann 2 mit ihm zusammen. Von seinem Mixtape. Ja, und von seinem Album. Nee. Von deinem Mixtape. Ja, und von deinem Mixtape. Irgendwie sowas. Ja. Ich habe so ein bisschen, bevor ich hergekommen bin, habe ich nach Fanfragen gefragt. Und Edu App
Edu Ob möchte wissen, wie du auf das übertrieben lustige Intro von der Spritztour gekommen bist. Erzähl mal, was machst du denn da? Wie geht das so schnell? Die Leute feiern das voll, auch auf der Bühne, wenn wir das anmachen, bevor auf die Bühne geht. Ich hab's vorhin schon gehört, so beim Soundcheck. Ja. Voll abmachen, ja. Also ja. Ja, wie bin ich drauf gekommen? Ich habe überlegt. Ja. Auf jeden Fall, nee, keine Ahnung. Ich habe mir da überlegt, ich will nicht einfach so auf die Bühne kommen. Hey Leute, hier bin ich und alle so, sondern es muss so ein bisschen Struktur haben, keine Ahnung. Und dann halt dieses Intro. Das hat der Manager von Materia gemacht, der Ben aus Bonn. Schöne Grüße auch und nochmal Dankeschön für das tolle Intro. Der macht so Radiostimmen nach. Den kennen wir halt aus früher. Also von früher, weil wir Bonner sind. Ja, so ist das zustande gekommen. Du hast auch dein Skateboard dabei, wie man hier oben sieht. Ja, normal. Ja, schade nur. Er will die ganze Zeit schon mit dem Skateboard auf die Bühne fahren. Ich will den Leuten die ganze Zeit meine Skateboard. Aber die Bühnen sind immer nicht so konstruiert, dass er rauffahren kann, deswegen hat er das in der Hand. Ja, aber andererseits denke ich mir, ich möchte die ganzen Skateboardfahrer mit meinen Kompetenzen nicht einschüchtern. Ja. Und deswegen ist es besser, dass ich das Skateboard doch lieber auf der Schulter trage. Manch anderer Kanake trägt dann lieber vielleicht, was? Ich komme, wie gesagt, mit dem Skateboard. Bauchtasche. Die habe ich auch auf jeden Fall, aber die ziehe ich gleich aus, so langsam. Mit einer Hand das Skateboard, mit der anderen die Tänzerin. So langsam geht die mir auf den Sack. Im wahrsten Sinne des Wortes. Stichwort neue Releases. Du hast ja, wir haben jetzt über neue Releases gesprochen. Du hast Deutschrap Entjungferung angekündigt. Darauf warten alle. Ja, sag mal was Neues dazu. Ich warte auch darauf. Ja, ich muss ein bisschen zugeben, ich bin ein bisschen faul. Und geht weiter jetzt. Das hier tritt mich in den Arsch. Als erstes kommt Kalim. Danach komme ich. Alles mit der Ruhe. Wird noch. Wie weit bist du damit schon? Ich habe 11 Tracks fertig. Komplett fertig aufgenommen, alles. Ja. Ja. Das reicht doch für ein Album, oder nicht? Wie viele willst du noch dazu haben? Ja, ich muss noch viele. Wie viele hattest du? Über 20? Ja, aber so viel. So viel will ich nicht. Aber komm, müssen noch ein paar Stück drauf. Du hast mal angekündigt, dass du mit Flair was machen möchtest. Ist das noch aktuell? Wir haben keinen Kontakt mehr. Wir hatten mal kurz Kontakt gehabt per WhatsApp und wir haben keinen Kontakt mehr. So. Verfolgt ihr das ganze Geschehen gerade aktuell? So dieses ganze Beef-Geschichten und so weiter. Ja, mein Bruder erzählt immer wieder mal, was da los ist. Wir verfolgen das jetzt nicht so, wir kriegen das so mit, was da genau, also, was für Zickereien da zwischen den Mädchen, Märchenrappern sind. Ich sag mal, deutscher Rap ist wie GZSZ, ne? Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der eine vögelt mal mit dem anderen und dann geht er doch mit dem anderen wieder mal fremd. Keine Ahnung, das ist so. Das ist echt gut. Deswegen, ich vergleiche es mal mit gute Zeiten, schlechte Zeiten und da das halt auch, wie sag ich immer, eine Sendung ist, die von RTL kommt, dementsprechend behandle ich die Situation auch. Also natürlich mit Verachtung. Ist dementsprechend auch das Niveau tief, weißt du, RTL, passt. Ja, eben. Ihr trinkt gerade hier ein bisschen Whisky-Cola. Nee, das ist nicht. Ihr trinkt hier gerade Eistee, ist das so Standard hier auf der Tour? Das ist Hustensaft. Ist Standard? Wie läuft bei euch so die Tour ab? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das wild? Also wir gehen erstmal ins Hotel und spritzen uns gegenseitig Heroin, weil es macht Spaß. So viel wie möglich in die Schläfe, damit es auch direkt wirkt, weißt du? Deswegen, das macht die Eva dann bei mir und dann bin ich voll im Kick. Ich finde es voll geil. Ja, warte, jetzt mach ich es bei dir auch. Zack, hau ich der auch in die Schläfe dann rein und die sagt, toll, noch fester. Und drückt mir das Zeug rein und so. Und dann sagt der und der Kalim klopft so auf der Tür die ganze Zeit. Ey, was ist mit mir? Lass mir noch was Hero übrig. Und dann sagen wir immer, bleibt nichts übrig. Also wie gesagt, wir nehmen durchgehend Heroin und auch Heroin bewusst, weil das ist die leichteste Droge. Genau. Und muss man nicht so viel rumtragen, ne? Dann wie bitte? Muss man auch nicht so viel rumtragen. Ja, genau, das ist das. Deswegen, zack, rein damit und durchdrehen. Das ist, ja, die Devise. Also Thema Drogen hätten wir damit jetzt auch geklärt. Ja. Ich habe noch eine Fanfrage und zwar, ich glaube, von Zoe Schwaller heißt sie. Und zwar, wie findest du Hengster insgesamt im Nachhinein? Und was ist dein Lieblingssong drauf? Ich weiß nicht, wie der heißt. Nummer Track 3, 4 oder 5? Scheiße, ich weiß nicht, wie der heißt. Ich weiß auch nicht, von wem. Ich habe jetzt von Deutschrap nicht so viel Ahnung. Ich kenne nicht jeden Rapper und so. Erst recht diese Hipster-Leute, die da drauf waren. Also ich habe mit Cars zum Beispiel ein Feature drauf gemacht, aber ich kannte das ihn jetzt vorher auch nicht. Oder wie heißt es? Die Austins? Austins, ja. Die Austins. Also ich kenne die ja alle nicht so, aber ich finde das eine richtig gute Idee. Wir haben uns erst heute im Tourbus darüber unterhalten. Das ist perfekt, dass er sowas gemacht hat. Halb Gangster, halb Hipster. Hast du dich vorher getroffen mit Cars? Nee, ich habe ihn erst auf der Release-Party kennengelernt. Ja, alle haben mir schon gesagt, dass ich ihn von Weitem schon erkennen werde. Das war dann auch so. Der Indianer, ne? Ja. Wir haben ein cooles Interview geführt auf dem Boden in Yoga-Position.
Geil. Wie lief das ab? Hast du den so vorgestellt? Ich meine, wenn man sich erstmal die Musik Musik anhört und dann weißt du, du machst jetzt mit einem Hipster in Anführungszeichen Musik, hast du den auch so vorgestellt, als er dann im Endeffekt so vor dir stand? Nee, ich habe ein bisschen Angst gehabt, weil alle mir gesagt haben, irgendwelche Federn und er kommt zu mir mit einer Feder direkt und so. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt, aber ich habe mich gefreut, das ist mein Landsmann, er ist Pole und auch wenn er kein Polnisch mehr spricht. Aber ja, alles cool. Ist ein super Track geworden, hast du den gehört? Ja, ich muss mir, ich habe das ganze Album gehört. Ja, habe keinen deutschen Pass, aber Bootsführerschein. Deine, haben sich eigentlich Leute schon mal Lines von dir tätowiert? Das ist immer so die krassesten, man kann immer so einzelne Lines von deinen Tracks rausziehen und die werden halt immer zitiert so. Ja? Nee, ich denke nicht. Also Jungs auf jeden Fall, aber ne? Aber du, aber jemand hat... Nee, was? Was hab ich letztes Mal gesehen? Ach so, das Cover von Spezialmaterial auf seiner Wade, gell? Genau, habe ich auch gesehen. Ja, heftiger Typ. Da gehen natürlich die Meinungen auseinander, finde ich aber gut gemacht. Ne? Ich bin natürlich sauber gestochen. Ja, auf jeden Fall. Korrekt. Ein Typ hat sich dein Cover quasi auf die Wade... Auf die Wade tätowiert. Ja, der eine oder andere meint, das wäre zu viel oder wie auch immer. Ich finde, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Wenn einer diese Entscheidung trifft, verkehrt ist es niemals. Ich bin natürlich... es ist ja mein Cover, deswegen ich bin stolz darauf. Auf jeden Fall ein Riesenlob, so, ne? Definitiv. Und deswegen... So weit bin ich noch lange nicht. Ich bin noch ein kleiner Fisch. Ja, aber gut, du bist ja auch ein Album quasi hinterher, so. Mit dem Album kommt es dann. Ja, okay. Wenn du dann deine 20 Tracks hast. Ja. C-Boy Salvuccio fragt, ob die Alben von Sio immer so sinnfrei, in Klammer im positiven Sinne, weil ich seine Sinnfreiheit feier, Klammer zu, bleiben, oder ob man sich beim nächsten Release was Ernsteres erwarten kann. Ja, also ich habe überlegt, beim nächsten Release eher auf den japanischen und australischen Markt rüber zu gehen, weil ich nicht mehr, ich möchte... Warum lachst du? Auch Liebeslieder, ja. Wolltest du ein paar mehr schreiben? Nein, jetzt. Es wird viel mehr über die Landschaft zum Beispiel. Also gewisse Blumen wie die gedeihen, sowas zum Beispiel. Du oder auch ins Rad, ja, zum Beispiel. Und das auch natürlich in einer Kombination aus Japanisch, Australisch und Hebräisch. Das ist Hebräisch! Ja. So. Und ich denke, dass ich dann dadurch auch vielleicht mal Millionär werden kann und mir dann, wie gesagt, ne? Das auf jeden Fall ist mein nächstes Ziel. Und von daher, wie gesagt, Leute, das war mein letztes Album. Ich verabschiede mich auch dann von euch so. Ab heute, ab jetzt. Das ist die Abschiedstour so. Sozusagen. Genau, das ist die Abspritztour. Aber lustigerweise, ja. Wir sind ja hier gerade oben, über uns ist ja das Chimperator-Büro. Ja. Lustigerweise sind die zwei Jungs Sam. Sagt euch das was? Sagt ihr das was? Die zwei Brüder Sam, die sind gerade big der, in Japan. Der auch da war, ne? Genau. In der Release Party. Ja, mit Chill und Abdi. Ich weiß es nicht genau, in welchem Track der war. Und jedenfalls, die sind halt anscheinend, die haben eine große Fanbase in Japan. Ja. Die waren jetzt in Japan und die kriegen englische Kommentare, so wir sind von Japan, wir feiern euch und so weiter. Also bei mir haben ganz viele Japaner auch auf Gefällt mir gedrückt, wo ich angefangen habe, so halt Nacktfotos zu posten. Also wir haben was gemeinsam schon mal. Wann gibt es von dir die ersten Bikini-Fotos? Bikini-Fotos, weißt du, also Dings? Ach, ich habe eine Hühnerbrust. Ich traue mich nicht, die zu zeigen. Ich auch, egal. Nee, Spaß. Ich habe jetzt eine nächste Frage und zwar von Paul Sommerfeld. Die ist so ein bisschen. Er möchte nämlich wissen, ob du früher auch Footjobs gegeben hast. Und in Anführungszeichen ist eine sehr ernst gemeinte Frage. Kleine Ratte, Alter! Was fragst du mich nochmal? Footjobs? Ob du früher Footjobs gegeben hast? Ja, natürlich, sehr gerne. Erst recht, wenn ich. Frage. Ja, klar. Erst recht, wenn ich mir meine Füße nicht gewaschen habe. Auf Wunsch. Auf Anfrage schon vorher. So was wollten die Leute von dir wissen, also von dir haben. Das weißt du doch, Bruder. Ja, manchmal hör auf. Das weißt du doch, Mann. Hör auf. Ich muss ja hier für die Leute fragen. Du weißt Footjob, von wem die Frage ist, gell? Kein Problem. Manchmal hat die eigentlich war es ja meine Frage, ich wollte es persönlich wissen. Ja, wir kennen uns schon lange übrigens. Genau. Du hast? Nee, ja. Willst du mir gerade helfen vielleicht? Ja, ich werde angegriffen von hiphop.de, hallo. Ja. Ja, die Eva hat sich halt dann manchmal natürlich vorzugsweise in eine Packung Reibekäse am Fuß geschmiert, damit das dann ein käsiges Aroma kriegt. Und dass der, ne, der Freier, sag ich mal, dann natürlich auch Spaß und Interesse und Lebensfreude dadurch bekommt. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Ich habe noch eine Frage und zwar von Emanuel Schuller. Und zwar hat er gesagt, dass man hier so ein bisschen zwei Extreme sitzen, dass du dich immer mehr... Nein, ich benutze keine Arschpuppe. Nein, das, ja, darauf wollte ich nicht. Ja. Und zwar, dass du dich immer mehr vom Rotlichtviertel distanzierst und du gibst halt immer Vollgas und stehst halt auch dazu. So, ja. Wie gehst du vor allem damit um, möchte Paul Schuller wissen?
Ich beglücke die Männer nicht mehr seit 2 Jahren, aber das ist ja keine Distanz. Ich, meine ganzen kompletten Freunde sind alle im Rotlicht, also ich distanziere mich jetzt nicht so. Außer, dass ich selber halt nicht mehr Hand anlege. Ja, du bist ja fleißig dabei. Ja, das heißt fleißig dabei. Bei mir ist halt so der Fall, dass ich suche ja die Frau fürs Leben. Und das ist, ich denke, dass das, also diese Etablissements, natürlich die richtige Eignung dafür, ne? Ich weiß. Genau. Und es sind ja auch, wie gesagt, wie soll ich sagen? Ne, es ist ja auch wirklich die beste Voraussetzung dafür, dass man dann mit dieser Person auch Kinder machen könnte und eine glückliche Zukunft haben kann mit Frauen aus dem Bonn 17. Bonn 17 ist so der Bezirk bei euch, ne? Bonn 17 ist ein Kiosk. Bonn 17. Das ist die Disco dann, ne? Bonn 17 ist ein Jugendzentrum. Laufhaus, Mann. Bonn 17 ist eine Tankstelle. Da war ich schon mit frischen 18 stand ich dort. Bonn 17 ist ein Textilladen. Eine Spielhalle. Ein Kleidung. Eine Spielhalle. Stimmt. Eine Spielhalle für Sio. Passt. Ja, genau. Also, ja. Dann möchte Yusuf JH Frakes wissen, ob ihr ein Verhältnis zu Bushido habt und wie ihr Sonny Black findet. Ich habe mich noch nie mit dem Thema befasst. Du hast generell nicht so viel dazu gesagt, ne? Ja, ich, ehrlich, das stimmt auch wirklich so, wie ich sage. Ich habe ja dann noch eine Frage, und zwar, wenn wir gerade beim Thema sind, Camagra oder Cialis? Ach, da mussten wir direkt das Glas geben natürlich, ne? Camagra oder Cialis, ich sag mal ganz ehrlich. Da sind schon ein paar blaue Pillen drin. Ja. Blau steht für? Viagra. Viagra, genau. Von, wie heißt der mal? Pizza. Du nicht so, Pfizer. Als wenn du nicht weißt, wovon ich rede. Mein alter Stammkunde hier tut auf einmal einen auf Interviewer und so. Jetzt kommt's raus, weißt du. Jetzt kommt's Sache. Warst du der Foodjob-Freier oder was? So schaut's aus. Nach all den Jahren, weißt du, kommt's jetzt raus. Ja, Fuß. Oder hätte ich dich ja nicht gefragt, so, weißt du dann. Fußfetischist. Ja, was ist denn jetzt? Was ist denn das Richtige? Was nimmt man denn? Camagra, Cialis, Viagra? Ich krieg von allem am Ende des Tages die gleichen Kopfschmerzen. Aber heftige Kopfschmerzen krieg ich davon. Es ist natürlich, es macht natürlich Spaß. Es macht Spaß? Es macht Spaß natürlich, wie sagt man das, diese Art von Substanzen einzunehmen und keine Ahnung, danach, ne, den Zweck dadurch zu erfüllen, aber ansonsten, keine Ahnung, wie gesagt, die Kopfschmerzen sind halt voll Absturz und das ist bei allen. Es gibt da noch eine Frage, und zwar, wie lange war deine längste Erektion? Meine längste Erektion. Diese Zusammenhang. Ich schwör's euch, guck mal, ihr habt die perversesten Fans der Welt. So, da sind Fragen, ich traue mich die gar nicht zu stellen. Die Sachen wurden mir. Ich kann nicht beantworten, wie lange meine längste Erektion war, aber wie schnell die erste war und wie es auch meistens der Fall ist. Also, ich bin eigentlich so, ne, immer so schön im Kaninchentempo und dann dauert das auch meistens maximal 5 Stöße und dann ist vorbei. Sehr gut. läuft auf jeden Fall. Bei dir läuft. Maximal 5 Stöße und ich denke dann, dass ich die Frau damit glücklich gemacht habe. Es geht ja quasi nur darum, sie glücklich zu machen, ne? Natürlich, absolut. Also ich will ja, wie gesagt, das ist, ich suche ja die Frau fürs Leben. Und deswegen habe ich ja gesagt, also das, da muss ich alles dran setzen, um sie glücklich zu machen. Aber es ist jetzt kein Spaß, ne? Vor jedem Interview, das ich mache, frage ich die Leute so, habt ihr Fragen an die Jungs? Beziehungsweise an Mädels. Und es waren noch nie so viele versaute Fragen dabei wie bei euch. Das ist einfach Katastrophe. Ja, krass, wir haben echt die perversesten Fans. Verstehe ich nicht, warum. Aber auch sympathisch so. Ja, ist auch korrekt. Eine Frage habe ich noch, und zwar von Toran 19a, und zwar, wie viel Big King XXL isst du am Tag? Ich, Big King XXL. So viele, wie du ihm gibst. Genau. So viele isst er auch. So viel, wie du mir gibst. Dann, guck mal, ihr habt ja hier Trinken, ihr habt hier Chips, ihr habt Schokolade, aber guck mal, wollen ja nicht so sein. Weil wir Hip-Hop sind, weil es bei uns läuft, so, weißt du, haben wir dir was mitgebracht. Aber der ist mit Sicherheit schon richtig kalt, ne? Das ist, glaube ich, auch schon von letzter Woche. Sehr gut. Scheiß auf Salat. Und ich weiß noch nicht, wie es bei euch zu Hause aussieht, aber wir haben natürlich noch eine Kleinigkeit dabei. Ja, das ist natürlich die Grundbasis für eine ernährungsbewusste Lebensweise. Und wo sind die Gummis? Ja, so viel Cola haben wir auch nicht. Ah, die sind super. Ich weiß noch nicht, wie es bei euch zu Hause aussieht, deswegen haben wir die Kekse mitgebracht. Ja, weil das wird auch langsam nicht so Zeit, wir haben ne? Wie gesagt. Zu Hause zur Zeit. Wir sind die Zigeuner. Echt? Deine Fans wissen auf jeden Fall Bescheid, ne? Ja, auf jeden Fall. Bevor man so, ne, Zahnpasta, muss man hier Kekse haben. Kekse Big King XXL. Genau, deswegen. Und Jackie Cola. Genau. So sieht's aus. Und wie viel isst du jetzt am Tag? Big King XXL, so viel wie man mir gibt. Wenn ich dir jetzt 10 gebe, dann sind 10 weg. Im Laufe eines Tages. Dann gib mir jetzt 10. Nein, Spaß. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt,
Ich mag den Big King XXL lieben gerne, aber der Doppel, heute habe ich mal den Doppelwopper probiert. Ich wollte gerade sagen, warum nicht Wopper? Es gibt kein Warum nicht. Ich, keine Ahnung. Ich finde halt grundsätzlich ist Big King XXL mein Favorit, aber der Doppelwopper ist halt mit Käse, ist halt auch echt Spitzenklasse. Und wenn er auch etwas gefunden hat, was ihm schmeckt, dann genau. Bleibt das auch. Chili, ob wir beim Chinesen sind, immer. Er bestellt nur das Gleiche, ja. Ob wir beim Italiener aber ich sind, er achte nur mal das darauf, Gleiche. Also genau. Also ich musste mal aber da sagen, ich musste mal ohne Gurken bestellen, damit die das frisch machen. Das ist dann immer der Trick. Ja. Ja. Käse werden wir auch wieder beim Thema Footjobs. Ja, richtig. Also und wie, welches Reibekäse reibst du dir an die Füße? Mittelalt oder eher doch Gouda-Jung? Was ist es? Oder Gorgonzola? Das ist vielleicht. Das musst du auch mich fragen. Das musst du auch mich fragen. Gorgonzola zum Beispiel. Ja, genau. Welches bevorzugst du? Ja. So, kommen wir zur nächsten Frage. Ach so, auf Twitter. Sie möchte wissen, wie ihr beide zu eurer Heimat steht. Also du hast gesagt, du bist Polin. Ja. Machst du da oft Urlaub? Ich bin zweimal im Jahr in Polen. Natürlich meine ganze Alkoholikerfamilie lebt da noch. Ich besuche die immer wieder gerne, mit der 98-jährigen Oma Spiritus zu trinken, weil da keine Heizung gibt. Ist natürlich immer wieder lustig. Super, ich liebe Polen. Ich komme vom Meer, an der Ostsee dort. Das sind die hübschesten Frauenland. Da muss man hingehen, Footjob und so. Okay. Die kosten auch um die 4.300 Euro, wenn du die kaufen willst. Für immer. Das weißt du. Habe ich mal so gesehen irgendwo. Und war auch kurz davor. Ja, und du bist ja gar nicht bei dir, oder? Was? Ja, ich kann ja, was Afghanistan, also ich glaube nicht, dass das ein interessanter Urlaubsort ist oder keine Ahnung was. Aber ich bin natürlich stolzer Afghane. Noch nie in meinem Leben. Ich bin in Deutschland geboren. Ja, wie denn? Was soll ich noch machen? Ja, was soll ich machen? Soll ich einfach so dahin gehen und mich. Ja, also wie gesagt, ich sage immer so, ich bin auf jeden Fall trotzdem stolzer Afghane. Meine Mutter hat mir meine Kultur sehr gut nahegelegt und ich, wie heißt das, solange man die Muttersprache auch perfekt beherrscht, kann man sich auf jeden Fall dazuzählen. Oder beziehungsweise, was heißt dazuzählen? Ist halt so, ich mir in meinem. Also eigentlich bist du ein Deutscher. Du bist eigentlich. Ich bin ein. Eine Kartoffel, so wie. Kartoschka. Richtig, genau. Ich bin Deutscher und ich bin Afghaner. Wo bist du geboren? In Deutschland? In Deutschland, in Bonn. Natürlich, wie, was soll ich sagen? Deutscher Pass, ja, stolz. Ich bin auch sehr stolz darauf, einen deutschen Pass zu haben. Du hast keinen deutschen Pass? Aber Bootsführerschein, sag ich doch. Jetzt im Ernst? Ja. Ja, krass. Manchmal rückwärts, manchmal vorwärts. Aber deswegen dauert es mit dir beim Album auch so lange, weil du einen Bootsführerschein machst. Ja. Ich würde sagen, ich bedanke mich für das Interview. Wünsche euch viel Spaß auf der Bühne. Also die 10.000 Euro für das Interview gibt es mir danach? Danach, später. So, okay. Später. Ja. Und? Aber habt ihr noch letzte Worte? Was? Zinsen habe ich gesagt. Hast du was gesagt? Nee, Zinsen? Nee? Ich weiß nicht. Hast du letzte Worte? Vielen, vielen Dank, hiphop.de. Hallo. Vielen Dank, hiphop.de. Vielen Dank, hiphop.de.